Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo wie immer die schönsten Menschen der Welt eingeschaltet haben. Ich weiß, ich bin sehr ins Klatschen verfallen gerade, aber wir haben uns gestern noch zusammen den kompletten Song von Julia und Ju war gar nicht dabei, aber von Julia angehört aus dem neuen Bohnen-Video. Und jetzt haben wir noch zwei Videos, die ich noch mit euch schauen wollte. Und ihr habt fleißig in den Kommentaren dafür abgestimmt, dass wir das doch vielleicht auch mal tun sollten. Wie immer, Freunde, ich check alles auf Instagram aus. Wenn ihr mir schreibt, schreibt mir gerne, stellt mir Fragen, whatever. Ich stalk auch eure Profile ab und zu. Und keine Ahnung, wenn ihr mit mir connecten wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Ansonsten schreibt gerne fleißig hier auch in die Kommentare wieder rein, was wir uns noch ansehen sollen. Wir hätten noch das Outtake-Video. Habt ihr noch Bock drauf? Habt ihr es wahrscheinlich schon 3-4 Mal gesehen in anderen Reactions? Aber sollen wir uns die Outtakes zu dem neuen Bohnen-Video auch noch ansehen? Falls ja, lasst jetzt einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, dass ihr es sehen wollt. Wenn es genug Leute reinschreiben, dann machen wir es noch. Und wenn nicht, dann nicht. Ich bin aber sehr gespannt jetzt erstmal hier drauf. Und zwar haben wir Julia Beautics wird zu Bella Beautics. Behind the Scenes, Mann im Mond. Viele von euch meinten, dass das auch ein komplettes Behind the Scenes Video quasi ist, was wir jetzt hier haben. Und wir haben danach noch das kurze Video, wo Julia den Song aufnimmt. Und das packen wir jetzt alles in ein Video hier, deswegen ist das auch so lang. Holt euch gerne was zu essen, was zu trinken. Ich habe mir auch eine Sprite geholt. Ich habe Sprite Zero für mich entdeckt. Zero Kalorien und es schmeckt wirklich 1:1. Also wirklich 1:1 wie Sprite. Ja, also kann ich empfehlen, falls ihr Sprite trinkt oder trinken wollt, holt euch das. Das hat keine Kalorien. Okay. Freunde, es geht los. Ich freue mich sehr. Let's go. Komm in meine Arme. Hier, meine starken Arme. Komm rein. Ju hat wirklich sehr starke Arme. Kann ich bezeugen. Ich habe was für dich. Oh was Cooles. Eine ganz große Transformation. Heute die größte Verwandlung, die in deinem Leben jemals bevorstehen wird, wird quasi heute in Kraft treten. Vermutlich, ja. Boah, ich bin so gespannt. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde nackt sein. Aber ich habe Julia vorher gefragt. Ich habe Julia gefragt, ist es okay? Sie meinte, nein, ist nicht okay. Oh shit, das sieht wirklich aus, als ob man bei Revi die Schublade aufgemacht hätte. Man sieht auch, Ju freut sich auch. Ju freut sich auch, holy shit. Es ist nicht euer Ernst. Die Hose haben wir ein bisschen länger gelassen. Oh, das ist oh, ihre Reaction ist iconic darauf. Das anfassen. Iconic. Du darfst auch danach mitnehmen. Cool. Ja, das ist Dreams Coming True. Ich habe sogar mit weniger gerechnet, muss ich sagen. Ach, echt jetzt? Ja. Krass, dann. Ich dachte, das wird wesentlich nackter. Ja. Es ist so, wie wenn du verhandelst bei Immobilien, kennst du, ne? Dann sagst du, ja, ich mache 1 Million. Dann sagen die, ja, okay, machen wir. Scheiße, also ich habe weniger sagen sollen. Du kriegst ja noch Tattoos und so weiter, aber du wirst dich noch nicht sehen. Oh, Ju, ich liebe den Mann. Ach so, ich soll das anziehen und ihr seht mich alle, aber ich sehe mich nicht, oder was? Du sollst dich nämlich erst sehen, wenn du fertig geschminkt bist. Also komplett fertig, so kurz vor Dreh. Ja. Ich liebe diese awkward energy zwischen den beiden. Ich könnte mir das 24/7 ansehen. Da wird noch Zeit sein, dass du dann einmal auf Klo gehen kannst. Korrekt. Was, wenn ich es scheiße finde? Nein, du bist es. Ja, dann haben wir. Sei Pech gehabt! Ju, ist okay, ich zieh das jetzt einfach an. Oha! Alter, krass. Boah, ich kenne Julia schon so lange und das so zu sehen. Es sieht krass aus auf jeden Fall. Ja, das sieht mega krass gut aus. Wir zeigen dich aber noch nicht in der Kamera. Okay, also sehen die Zuschauer genauso wenig wie ich. Ja. Wie fühlt sich das an? Keine Ahnung. Ich finde es cool, aber ich. Scheiße. Ey, also das Full Costume mit Hair und Make-up war natürlich krass, ne? Also das haben wir alle gesehen. Das war insane, wie krass das aussah. Ich bin so klar, ey. Ey, was macht ihr? Ohne Spaß. Ey, das wird. Nicht für. You can feel this is my shit. Geile Werbung. Geile Werbung im Raumschiff-Set noch krass. Boah, krass. Die Werbung kommt krass, ehrlich. Wird auch nicht geskippt, deswegen. Also ich weiß, dass Bella Poarch Flügel auf dem Rücken hat. Deswegen okay. Ja, das wusste ich halt nicht zum Beispiel. Gehe ich davon aus, dass ich das bekomme. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass ihr die irgendwie verhunzt. Nee, das sieht sehr krass aus. Weil ich darf ja nicht sehen, was ich kriege. Mir hat das niemand gezeigt. Wir haben hier einen Profi, oh Mann, der ausnahmsweise mal nur mit seinem Stift tätowiert. So ein großer Pimmel. Ah, geil. Du bist hier aus. Ich liebe das Editing. Genau, also ich habe meinen Laden in Eigeshoven in Holland, direkt an der Grenze. Wenn ihr euch gefällt, was gemacht habe, wenn ihr mich besuchen wollt, auf meinem Instagram, den Tätowierer seit 15 Jahren. Ja, vor, ich mit so richtig vielen Tattoos. Das wäre irgendwie cool. Manchmal habe ich auch Bock drauf, aber das kann ich nicht machen. Ich keine Rolle mehr. Boah, Alter. Boah, es ist schon krass, Mann. Was ist hier los? Ey, es sieht so heftig aus. Krass. Ich kann es nicht mal ohne Tattoos akzeptieren, ne? Ich würde sagen, wenn es mir gefällt, lass ich es einfach drüber stechen. Boah.
Das hat man halt gar nicht so krass gesehen, logischerweise, weil sie ja was drüber hatte noch, aber krass. Also Attention for Detail ist wirklich insane. Ich hab's schon angekündigt, dass Julia... Ich kann Ju nicht ernst nehmen, wenn er die Ehrenmänner-Uniform anhat. Es ist wirklich krass, oder wie viel so ein Outfit ausmacht. Es ist direkt wirklich echt so... Ich sehe nur noch die Rolle jetzt. ...vor ihrer größten drastischen Veränderung stehen wird in ihrem Leben. Die größte Veränderung ihres Lebens, ja. Die größte Transformation ihres Lebens. Aber das, was ich jetzt gerade sehe, ist doch größer, als ich dachte. Also ey, wirklich, sehr heftig aus. Julia, anderer Mensch, anderer krasse Mensch. Verwandlung. Und wir zeigen genauso wie bei Sean. Sean, der Bruder von Ju hier. Also sehr heftig aus. Krasse Verwandlung. Sean, auch anderer Mensch. Sean hat auch seine Brille nicht mehr. Und ich finde, das steht ihm richtig, richtig gut. Ich habe ihn, ich glaube, eine Woche, nachdem er die Brille abgesetzt hat oder das erste Mal dann gesehen habe, war ich so überrascht. Oh, krass, krass, aber voll gut. Weil, falls ihr ganz, ganz lange bei mir schon zuschaut, wisst ihr, ich habe auch sehr, sehr lange Zeit eine Brille getragen. Ich habe seitdem ich 12 war, habe ich eine Brille getragen. Nee, seitdem ich 11 war. Von meinem 11. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr habe ich eine Brille getragen. Und dann auch auf einmal nicht mehr. Das habe ich Kontaktlinsen drin. Und ihr könnt die alten Videos euch ansehen. Es ist wirklich unangenehm. Ich hatte so eine ganz komische Nerdy-Brille, die auch so ein bisschen schief war und krumm und so. I don't know. Und ich fühle mich jetzt halt richtig wohl ohne Brille. Aber es hat so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Und bei Sean hat es auch ein bisschen gedauert, glaube ich, für ihn selber. Aber es sieht richtig, richtig cool aus ohne Brille bei ihm. Krasse Verwandlung. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie es aussieht. Aber es ist noch nicht fertig. Okay. Da kommt noch was. Ach, du willst es nicht zeigen? Nicht? Soll ich noch nicht zeigen? Alle sehen es außer ich. Du darfst noch nicht sehen. Ja, okay. Okay, dann zeigen wir mal den Stand von jetzt. Liebe Freunde. Hi. Boah, okay, das ist wirklich jetzt schon krass. Krass, ey, es ist so aber auch ein Look. So ist das wirklich auch ein Look. Jetzt ist es halt mehr so Lara Croft, würde ich fast sagen, vom Vibe her jetzt gerade. Boah, Julia, man sieht auch in ihrem Gesicht, sie weiß noch gar nicht, sie ist noch richtig so, oh, kacke, was passiert hier? Aber der komplette Bella Porch-Look war natürlich crazy, mit den Haaren, mit den Zöpfen. Das war so krass, das war wirklich ein anderer Mensch. Was? Ich auch sitze. Wow, aber echt krass. Bella Beautics wurde geboren. Ehrlich, also Julia made for this role. Ich glaube nicht. Doch, ich kann mir doch. Mich mit schwarzen Haaren wirklich gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, das wird total albern aussehen. Nee, das wird cool aussehen. Ihr kennt da noch das... Thomas hinter der Kamera hat recht. Das juckt mich nicht, Video, wo Ju und Julia sich drüber unterhalten haben. Stimmt. Wenn du sagst, es sieht viel besser aus. Das sieht krass aus. Ja, stimmt. Sieht krass aus. Und dann nie wieder zurückgehen. Ja, es sieht krass aus. Wenn scheiße aussieht, dann bin ich weg, ne? Ein Foto, wo er mich schwarzhaarig gemacht hat, wo er auch meinte, ich soll mich schwarze Haare färben. Ja. Das waren ja Fotos. Don't do it, it's not worth it. Ich fühle mich auf jeden Fall definitiv nicht selbst. Was wir hier gerade sehen, ist ein sehr renommierter Hollywood-Action-Koordinator und zwar namens Vidan, der hier gerade eine Choreo baut. Vidan ist der krasseste, ehrlich. Ich habe Vidan leider noch nie getroffen. Ich würde so gerne. Vidan ist wirklich der krasseste. Der hat unter anderem auch an dem Film von Sean auch, Darth Maul Apprentice. Sucht mal nach, falls ihr den Film nicht kennt, guckt euch Darth Maul Apprentice an. Das ist ein Fanfilm von unter anderem Sean und Vidan und ganz viele andere haben damit dran gearbeitet. Der unfassbar stark ist. Da geht es eben um Darth Maul von Star Wars und das ist unfassbar krass. Mit Leuten, die noch nie gekämpft haben. Und am Ende wird es trotzdem aussehen, wie, also wird gekämpft. Beziehungsweise nicht richtig Kampf, ne? Larpmod in dieser Szene läuft einfach durch den Gang und haut so ein paar Leute weg. Aber das muss auch gut aussehen, ne? Das ist, manchmal wird es überschätzt so, wegfliegen oder getroffen werden, das kann ich. Aber das stimmt nicht. Das sieht meistens dann immer ziemlich scheiße aus, wenn man es gar nicht kann. Ja, wenn man so wie dann so ein bisschen beobachtet, merkt man halt, wie der Optik. Er ist super schnell. Man sieht alles schon durch die Kamera, sieht auch alles direkt im Schnitt. Also ein richtiger, wie sagt man heutzutage? Macher. Maker. Yeah! Digga, Evanjo war auch so lustig im Video. Deine Bewegung wird eigentlich nur so sein. Du machst so richtig einen Regenbogen. Und hier, unten steckst du raus und machst sie so, verlängerst sie. Genau. Und umso mehr du locker lässt den Arm und schwingst, desto stärker setzt du ihn aus. Ja, genau. Wie so, wie als würdest du jemanden einen Backfall geben wollen. Okay. 3, 2, 1, Action und Schlag. Boom. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Also, als du hinläufst, kommt rein. Krass. Das sieht das, ne? Ah, hier bist du. Dann kannst du ihn packen und dann ziehst du ihn mit runter. Du musst aber die Energie machen. Du wirst es ziehen, okay? Okay. 3, 2, Action. Zack. Ja, okay, nicht schlecht. Und dann so. Boah, er kommt auch so sympathisch rüber, oder? Richtig cool. Da merkt man, was für eine krasse Produktion das ist, dass so Hollywood-Coordinator irgendwie mit dran arbeiten. Wow. Wenn ich schlage, ist das ein Mist. 3, 2, Action. Dann siehst du das im Loch, ne? Ja. Wenn ich so mache.
Ah, okay. Und hier, ja. Bam. Der ist größer. Okay. Okay. Ein bisschen größer. Wow. Zack, zack. Ja, schön. Das ist okay. Das ist ja. So, wir legen los. Oh, die Haare kommen ran. Noch sind es die unechten Zöpfe und gleich wird auch gefärbt. Wünsche mir Glück. Ich bin so gespannt auf die Reaktion von Julia, wenn sie sich das erste Mal selber sieht, weil wir wissen ja, es sieht krass aus. Ja. Klingt nach Spiel, Spaß und Abenteuer. Ja, das ist es auch. Aber keine Angst, das ist auch für Luca das erste Mal. Super. Guck mal, ich will ja motivierende den Worte. Das heißt, du musst das bis hier halten. Ja. Dann sprühe ich das hier. Ja. Jiu ist wie so ein kleines Kind, was so richtig begeistert ist von allem. Dafür liebe ich ihn. Boah, stinkt das. Das riecht, ich wollte gerade sagen, das riecht aber gut. Wow. Krass, krass, ja. Das geht aber nie wieder ab, oder? Boah, Jiu! Viel besser so mit Papier im Gesicht. Boah. Ey, wenn jetzt noch wer Porsche darauf reagiert, ey, wir schicken, wir spammen die voll damit. Sie hat's gesehen, sie hat's gesehen. Ich glaube, sie folgt Ju auf Instagram mittlerweile auch und sie hat das Video kommentiert auch. Das ist krass. Muss das sehen. There's no fucking way. Der Loveboy wird jetzt gleich hier hinkommen, so sich umdrehen, das Ding so rausreißen dahinter. Das war so geil, das war so geil. Ja, ja, Leute. Reset und 3, 2, 1, Action! Wirklich, hier die Director sind, das ist krass, die so zu sehen. Bam, Schelle. Ihr müsst auf eins schon anfangen zu reagieren, okay? Also auch spielen. Okay, ihr müsst vorstellen, ist überall Alarm, Alarm, okay? Also alle seid panisch schon. Boah, ist das so cool, die ganzen Leute zu sehen, auch George hier, ist das so geil, Mann. Und 3, 2, 1, Action! Wow, sieht das krass aus. Wow. Geil. Gucken. Ja, hallo. Gut, geil. Geil. Sehr, sehr schön. Ich sehe einfach, wie dieses junge Mädchen Julia, die ich schon so wirklich gefühlt mein Leben lang kenne, einfach zu einer erwachsenen Frau jetzt mittlerweile wird. Weil in meiner Vorstellung alle erwachsenen Frauen halt so aussehen. Ich will es jetzt eigentlich schon sehen. Wow, es sieht so krass aus. Folgendermaßen. Julia ist jetzt fertig. Punkt. Wow, ich finde sie bewegt sich auch so in der Rolle schon, ist krass. Bella Beauty ist fertig, aber sie hat sich selber noch nicht gesehen. Also ich meine, ich sehe ja irgendwie was, ne? Aber ich habe es halt nicht im Gesamten gesehen, ich habe keine Ahnung, wie ich gerade aussehe. Wow. Ich weiß nicht, ob ich es sehen will. Wow, es sieht so krass aus. Es sieht so krass aus. Wow, oder? Wow. Was? Aus wie ein anderer Mensch. Ja, aber irgendwie auch nicht. Aber auch krass, oder? Es ist heftig. Das gefällt dir schon, oder? Ich find's schon cool. Es ist richtig krass. Schick deiner Mama ein Foto und sag, es tut mir leid, Mama. Ja, ehrlich. Ja, das machen. Das darf sie niemals sehen. Nee, können wir nicht machen jetzt. Wow. Oh mein Gott, ist das cool. Oh. Ehrlich krass. Boah, ey, du? Ja. Soll ich Tattoos haben? Scheiße. Du willst Tattoos haben. Ey, ich organisiere dir, dass du voll tätowiert bist. Aber dann mögen nee. nicht meine Eltern. Nee, meine Eltern. Hey, deine Eltern. Sorry, Ju slipped up for a second. He slipped up, guys. Ja, meine Eltern schmeißen mich raus. Aber nehmen mich dafür auch. Ja, weil du ja weniger Tattoos hast. Ja. Ey, heftig. Das sieht halt, krass. Das steht dir halt auch schon echt gut, ne? Ja. Schwarze Haare, ja? Schwarze Haare, Tattoos, so ey, bad. Ich geh Karneval als Bella Porch. Ey, ohne Witz. No cap, no cap. Und jetzt drehen wir noch ein Musikvideo, ey. Ach ja, da war jetzt was. Boah. Crazy. Wir dachten schon, die guckt so rein und sagt, wir müssen Dreh abbrechen. Nee, sorry Leute, so geh ich nicht raus. Ja, aber meiner Mutter könnte ich jetzt echt kein Bild schicken. Ja. Die wird ein Herzinfarkt kriegen. Meinst du? Ja. Nee. Nee. Nicht. Strassen und so, das geht doch nicht. Dann mach ein Foto für dich so. Schick das jetzt in die Familiengruppe. Einfach so, ohne Kommentar und einfach so, sorry guys. Familiengruppe, ist ja noch schlimmer. Was schreibe ich denn jetzt dazu? Ey, die entfernen mich gleich einfach. So sieht Bella Porch aus. Du bist aus dieser Gruppe entfernt. Es ist so cool, diese beiden Teensachen gerade auch zu sehen. Ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Wie das Vater sagt. Und mein Papa sagt, ich sehe aus wie er. Ja, 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 ich check auf jeden Fall. Ich check auf jeden Fall. Irgendwo verstehe ich, was er meint. Ja, ich check, wo er kommt. Der Papa hat. Ja, ich check's. Halt, ne? So sind Papas. Nee. Genau. Warum schlage ich mich hier eigentlich in meinen Videos? Man muss ja auch so eine Kampfszene machen. Ah, oh, stimmt, das war auch so geil. So, ja. Was zu verarbeiten. Ja, verarbeiten. Okay. Dann machen wir das so. Geil, das heißt, Lichtsituation, was denkst du? Also eigentlich nur heute wieder bei dem, was wir auch machen, sehen wir ganz deutlich. Das ist Backlights, das ist halt ganz praktisch, also das ist ah. Da haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, das Türkise. Ja. Also,
Die haben das von einem Original Bella Porch Musikvideo auch inspiriert, so ein bisschen. Krass, das wusste ich halt gar nicht. Das ist ein Top von oben, Toplight. Und dann könnt ihr dem auf den Keylight einen Skin Tone für vorne Gesicht halten. Das heißt, ihr müsstet halt immer von vorne, wie ihr es auch schon gemacht hast. Und da habt ihr euch den Skin Tone immer beibehalten. Ich finde es so faszinierend, solche Leute bei der Arbeit einfach zu sehen. Es ist so faszinierend einfach, finde ich, die so dabei zu sehen, wie sie arbeiten einfach nur. Wow. Ganz gut aus. So anfangen, ja. 6, 7, 8, 1, 2. Das war der Opening Shot auch. Ah ja, versuch's. Cute, du versuchst unter IQ die ganze Kurs jetzt. Boah, das war noch Ju, das war noch die rote Teil, wo Ju das noch eingesungen hat. Hört mal hin. Das ist noch Ju, wie er das eingesungen hat, weil es halt noch rough alles war, noch nicht fertig. Geil. Während dem letzten. Lass mich dich neu programmieren. Okay. Und go! Boah, so viele Leute arbeiten da dran, ne? Ja, Hammer. Wow. Super. Kannst du das hier machen so? Ach, in den Hals. Umdrehen. Könntest du dich so ein bisschen nach oben? So, bitte so quasi, als ob du über ihre Schulter. Was haltet ihr davon? Es ist so krass, wie viele Leute daran arbeiten, finde ich. Es flasht mich immer wieder, das zu sehen. So. Lass mich dich mal programmieren. Julia? Ja. Wenn wir jetzt. Julia? Ja! Ja! Was kann ich für dich tun, Thomas? Die Leute fragen. Schwarz oder blond? Was meinst du? Was würden die Leute jetzt in die Kommentare schreiben? Jetzt gerade? Mhm. Jetzt würde sie schwarz. Ich selber würde jetzt gerade sogar auch schwarz in die Kommentare schreiben. Das ist gerade richtig cool. Oh, das freut mich aber so, dass sie auch happy ist damit. Schwarz, blond oder das ist wichtig. Pink? Hier starten. So, hier wird gerade der nächste sehr aufwendige Shot geplant, ein Mannequin-Shot. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Time Freeze, Kamerafahrt. Alle rein! Kamera läuft! Und go! Ich höre Musik. Nice try. Ihr steht alle cool, sehr cool. Sobald die Musik losgeht, natürlich gar nicht mehr bewegen. Am besten nicht mehr blind zu. Und still halten! Musik! Kamera läuft! Wow! Digga, ist das so krass, oder? Wow, ist so krass zu sehen. Okay, wir können machen. Alle bereit? Ja! Laufen. Ich glaube, Funda war das, die den Lovebot spielt. Oder sie spielt das auch so gut, finde ich. Dieses starre Emotions- und natürlich jetzt gerade in der Szene sowieso, aber sie hat das so gut auch gespielt allgemein, finde ich, den Lovebot. Muss ich ein bisschen wieder aushauen, ne? Tu mal, das ist zu kicken. Aber so richtig so. Was ist das? So, dann katzen wir das. Wow. Also, Kicken. Das ist ja hier. Ich fand diesen Minecraft-Kick-Soundeffekt gerade gut. Also, Kicken. Danke. Das ist ja hier. Genau. Dann. Ach so, der Stick wieder rausgerissen wird, gehauen wird, wie auch immer. Halt mal der Stick hier drin. Hier wird es anfangen, richtig? Dann push die Kamera. Boom. Kannst du reingucken. Digga, wie dann ist so eine Maschine, Junge? Ich liebe diesen Mann. Push den machen, dann ist der Kick schon verkauft. Oder wir machen Jump Cuts. Ja, genau, wollte ich sagen. Wir können Jump Cuts machen. Ja. Könnt ihr das so machen? Boom, Close-Up Hand. Und dann Close-Up und Kick. Ja. Digga, der Mann ist so krass, ne? Hard Cuts. Bam, bam, bam. Also, wäre das genau diese Einstellung hier? Ja, erstmal so 1, 2, 3 und dann bam, sind wir im Doppel drauf. Also erstmal nur fassen, ja, nicht drehen. Genau. Okay. So richtig schön greifen. Okay. 3, 2, 1, Action! Digga, sie spielt das so krass, oder? Ja, okay. Ja, wow. Okay, 3, 2, 1, Action! Oh, geil. Sah gut aus? Ja. 3, 2, 1, Action! Ich habe noch nie jemanden auch so cool Action sagen hören, oder? Ich habe noch nie jemanden so cool Action sagen hören, einfach. Okay, set. Und 3, 2, 1, Action!
Wow. Ist dir bewusst, dass du jetzt geschlagen wirst? Ja, habe ich schon mitbekommen. Korn, wir dann machen jetzt gerade hier eine kleine Kampfchoreo für Julia. Die sind so schnell. Zack, 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 zack. Das Ding hier, ne? Setz ihn nur an. Sobald du runtergehst, machst du das große Sieg, damit du anpacken kannst. Ah, ne? Du spielst das so. Zack. Digga, wie krass! Schulter locker, genau. Wichtig ist für euch beide, ja, ihr alle Bewegungen macht. Achtet doch, dass ihr rechte Schulter und linke Schulter ein bisschen mehr Spiel habt, okay? Ich gehe rechte Schulter zurück, dann weiche ich aus. Dann block ich vorher. Immer in dem Spiel. Ich gehe auch dabei immer zurück. Geh immer zurück. Okay, dann versuch mit der rechten Schulter und wechsel mit der linken Schulter zu dahin. Genau. Okay. Ja, perfekt. Okay, set. Und drei, zwei, eins, action! Wow, wow, ist das krass, auch das Licht und so. Wow. Ja, du musst bis mehr da bleiben. Achte darauf, dass hier. Ja, oder wollen wir den andersrum machen? Hier müsstest du eigentlich nur runtergehen. Ja, mehr runter. Also wenn du hier bist, dass du schwingst, dass du. Dieses Soundeffekt liebt das Editing von Bad Scenes auch. Nur runtergehen. Ja, mehr runter. Also wenn du hier bist, dass du schwingst, dass du da runtergehst. Ja, mehr rausgehen. Ich bin davon ausgegangen, dass heute auf jeden Fall ein langer Tag sein wird, weil wir haben einfach 70 verschiedene Einstellungen. Boah. Eigentlich schaffen wir immer nur so 50 Einstellungen am Tag. Jetzt haben wir das Musikvideo aber dann doch ein bisschen mehr überschätzt und ich glaube, wir sind dann schon auch bei 75, 77, 78. Und ihr müsst euch mal vorstellen, eine Einstellung heißt eine Perspektive, das heißt auch neues Licht setzen, das heißt auch nochmal Make-up retouchen, alles setten. Das heißt, das ist eine Einstellung gewesen. Das ist krass. Das braucht ja auch manchmal. Das ist insane. 20 Takes, ne? Ja. Wenn man noch Vögelkeil filmt, dann ein One-Taker, One-Take-Wonder, Bruder, I got you. Boss. Guck der John, guck, wie hype er ist. Aber es sieht krass aus. Julia und Funda, die haben ja noch nie gekämpft, aber es sieht so geil aus. Wow. Wow. Krass. Okay, geil. Okay, so? Das ist geil. Okay. Dann war mein damaliger Meister in Tricking und Fotografie, hast du mich auch reingebracht und so weiter. Und was sagst du zu Julia und Funda? Hey, hat mega Bock gemacht. Ja. Also ein mega, super Talent und für die kurze Zeit haben sie sehr schnell aufgefasst. Ja. Okay. Set sieht super geil aus, Stimmen, das Team ist geil. Ja. Ey, hat Bock gemacht. Ey, mega cool. Danke. War gut. Ja, ey, wenn ihr euch für Vidan interessiert, was er noch gemacht hat, alles da unten verlinken, der Videobeschreibung einfach mal abchecken. Ehrlich, Vidan dran, krassester Mensch der Welt, hab ich das Gefühl manchmal. Ihr habt ja auch Profil zusammen gemacht schon. Ja, History. History. Wir können mal hier ganz kurz ein paar Sachen zeigen. Das ist von dem Darth Maul Apprentice Film, den ich eben gerade erwähnt habe. Wenn ihr Star Wars mögt, schaut euch das an. Das ist insane. Ja. Stimmt, die hatten auch noch diesen Halo-Film, Junge. Wow. So, das ist der letzte Shot. Julia ist unser Martini für heute. Und man lernt auch echt viel übers Film schaffen, so bei diesen Sachen. Hammer. Wow. Julia so K.O., ne? Ja. Wie war's? Geil. Hat Spaß gemacht. Oh, hart anstrengend. Wie war's gestern als Bella Porsche? Schon wirklich geil. Ja, geil. Ja, schon ne? Ganz toll. Mhm. Digga, so ein Unterschied jetzt wieder diese Julia zu sehen. Das ist so krass. Oh Gott, ein bisschen traurig, als sie gesagt haben. So ein Unterschied. Hat das ein richtig krass TikTok gedreht. Willst du zeigen? Ja, zeig nochmal. Aber zeig dich in die Kamera. Die Leute dürfen es ja nicht sehen. Nee, die Leute müssen auf Julias TikTok gehen, ne? Ja. Krass, Alter. Das ist echt krass. Voll, ey. Boah, ich würde so gerne hochladen jetzt schon. Das regt mich so auf. Boah, Alter, wir machen eine richtige Tattoo-Reihe mit Julia. So warm, das mit Tätowieren und so weiter. Direkt in Narkose. Oh Gott, dann tätowierst du mich, ich tätowier dich. Tut uns leid, tut uns leid. Geil, kommt noch eine Endszene. Kommt nie wieder vor, vielleicht. Keine Endszene, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ey. Unfassbar cool gewesen. Noch nicht abschalten, Freunde. Wir schauen uns auch ein zweites Video an. Aber unfassbar cool gewesen, auch die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen zu sehen. Also wirklich. Das Makeover von Julia zu sehen war schon krass. Auch ihre Reaction drauf. Ich bin froh, dass sie es auch gefeiert hat, weil sie sah wirklich extrem gut aus und es einfach gepasst zu ihrem Typen auch irgendwie. Aber dann die ganze Choreo von der Kampfszene mit Funda zu sehen und allgemein so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen von der
Produktion zu sehen. Ist immer super interessant, finde ich. Und ich schaue mir das super gerne an. Ey, jetzt haben wir noch das Song Recording. Das wollte ich auch noch hier mit reinpacken. Dann haben wir ein langes, cooles Video irgendwie. Ja, deswegen schauen wir uns auch an, wie die ganzen Songs aufgenommen wurden. Das passiert immer hier. Das haben wir auch schon damals gesehen mit Mark Forster. Als das, der Mark Forster Song aufgenommen wurde, haben wir uns das auch schon angeguckt. Und ich bin sehr gespannt jetzt. Let's go. Müssen wir auch. Ich nehme auf, Freunde! Ich fühle mich, als hätte ich gestern so hart gesoffen. Ich lag im Bett um 4:30 und habe gedacht, so dreht sich gerade alles an. Wir gestern irgendwie so drunk noch, aber es war einfach auch Evagno so ein bisschen. Ja. Ultra übermüdet werden wir heute. Es war aber auch Evagno so ein bisschen. Check it. Bitte wahrscheinlich einen viralen Hit produzieren. Mhm. So sieht die Situation. Wenn du davon ausgehst. Die checken das noch nicht, aber der Song ist irgendwie. Der ist bei den Top-Einsteigern bei Spotify gewesen. Der hat so viele Streams in den ersten paar Tagen schon gemacht. Also der ist wirklich, wirklich abgegangen, der Song. Ich meine, das ist auch ein Banger. So ist nicht, ist auch ein Banger. Aber das wussten die halt da noch nicht, dass der so krass abgehen wird. Für dich. Oh. Oh Gott. Yeah, yeah, yeah. Und du so tust, als wolltest du mir was Süßes geben und dann willst du eigentlich nur Werbung machen. Dieser Werbespot sieht so geil aus, ne? Ich sag's euch, wie es ist. This is boss shit. Es gibt den einmal, weil wir eben schon was gesehen haben davon. Also, aber was geiler wir machen Spot. Werden, ist Julia Bella Porch. Das haben wir aber gestern schon gedreht, wie man gesehen hat oder gehört hat, dass die Demo ja meine engelsgleiche Stimme war. Ja. Das war so schrecklich für dich. Ja. So klang das ganz am Anfang. Da habe ich mit Curly am Modellin gesucht. Cute, wie du versuchst, du bist nur du. So werden Songs produziert übrigens, ne? Ganz oft nimmt man einfach erst so eine Melodie mit Stimme auf und guckt, welche Stimmfarbe wo und macht einfach so bis man was Richtiges findet. Dann singt man erst, summt man die Harmonien ein. Also ist natürlich nicht die goldene Grundregel, aber es wird sehr oft so gemacht. Dann guckt man einfach, welche Worte einem gerade einfallen, die reinpassen würden in die Melodie und dann baut man alles so drumherum. Und ja, so entstehen Songs. Genau so. Hey, das ist doch eine, unsere Melodie, ist doch unser eigener Song. Sind's Melodie? Ja, das ist doch die Original. Nein. Das nein? Ist, nein. Ist das nicht die Melodie von dem Original-Song? Nee, wir machen nie die Original. Wir machen immer noch. Julia dreht so seit 4-5 Jahren mit und checkt das jetzt gerade. Immer so ein bisschen anders. Schon stark anders. Schon stark anders, also es sind die gleichen Instrumente oder die gleichen Grund Sounds irgendwie, die sind oft, dass man es wieder raushört so. Willst du mich verarschen? Nee. Ey, ganz nee. Ehrlich, ich weiß aber nicht, ob ich die besser hinkriege zu singen. Doch, also musst du, ne? Oh, scheiße, nein! Nein, Julia hat verkackt. Drama, Drama, Drama. Julia, was ist passiert? Fuck, ich habe einfach vergessen, mein Video hochzuladen. Das Unmögliche ist passiert. Ich dachte, sie hat was geleakt, aus Versehen schon vom Bella Porch Outfit oder so. Die Skandal-YouTuberin Julia Butix hat vergessen, ihr Video hochzuladen. Die größte Skandal-YouTuberin, die ich auch kenne, by the way. Ihre Fans sind sauer. Leute, es tut mir so leid. Ich wollte eigentlich ein Video hochladen, gleich um 12. Aber dieser Mann hier, nicht der. Ach so, nicht der. Dieser Mann hier ist schuld, der hat mich abgelenkt. Abgelenkt. Und jetzt habe ich einfach vergessen, es hochzuladen. Ey, ich kenne das aber. Ich kenne das, wenn man unterwegs ist, ein Video hochladen wollte oder man dachte, man hat es hochgeladen und dann ist es nicht hochgeladen und man ist unterwegs und man kann es nicht hochladen gerade. Fängt an mit so einem Video vergessen und auf einmal so, boah, scheiße, wo habe ich denn nochmal mein Auto gebraucht? Digga, das ist der größte fucking Monitor, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich sag's euch, wie es ist. So hoch? Ja. Warte, bevor das auf deinen Kopf fällt. Hältst du? Ja, das ist ein bisschen zu hoch. So tief? Tief, ja. Sollen wir aber mal deine Stimme finden? Ja. Cute, wie du versuchst mit deinem IQ die ganze Crew zu ownen. Na, 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 na. Digga, was kann Julia nicht eigentlich? Was kann Julia eigentlich nicht? Na, na, na. Ganz ehrlich. Na, 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 na. Da ist der, ne, bei dir? Cute, cute, cute. Oh, der Beat ist so krass. Beat ist so krass von dem Song. Boah, das war gerade der Duolingo-Sound, wenn man bei Duolingo was richtig hat. Digga, die Sounds sind auch wieder hier ausgegrabt von ganz unten. Krass. Wie du versuchst. Ja, das soll wieder hören. Cute, wie du versuchst mit deinem IQ. Da bist du, da bist du. Ist so krass, das mit anzusehen. Du bist eine KI,
Boah, das war schon krass. Und das keine Empathie, sagte Sparti, Ressourcen wow. Und die App. Ich würde auf Ja drücken. Ich würde diesen Buzzer drücken, wo das Konfetti kommt und die Moderatoren alle reingehen und sagen, wow, sowas gab's noch nie. Und Bruce Danell so sagt, dass er berührt ist. Da würde ich diesen Buzzer drücken. Energie, Menschen zerstören sich selbst. In dieser Story gibt es kein Held. Und dann die Lyrics. Lyrics. Wow. Du bist eine KI und hast keine Empathie. Ich sagte Schwarzi, Ressourcen und die Energie. Menschen zerstören sich selbst. In dieser Story gibt es kein Held. Und mein Fazit, du wurdest nie genug geliebt. Wow. Banger-Song, ehrlich. Ehrlich ein Hit. Ich liebe das. Immer wenn irgendjemand am Handy ist bei den Behind-the-Scenes-Videos, blenden sie irgendein scheiß TikTok-Ad-Game an, wo man immer Werbung für bekommt, um einfach die kurz zu fronten, die Leute. Der Dude passt nicht in deine Booth. Du brauchst eine größere. Der Dude passt nicht in die Booth rein. Es ist voll krass, wie viel von dem Schwarz schon rausgegangen ist, ne? Voll, ja. Ist fast nichts mehr da. Oder? Ist gar nichts mehr da. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, doch. Alles weg? Nein, hier vorne. Ein paar graue Haare vielleicht. Wollen wir bei dir gucken? Du bist eine KI. Und hast keine Empathie, ich sag dir, spar die Ressourcen und die Energie. Menschen zerstören sich selbst, in dieser Story Boah. Gibt es keine... Ich finde, Julia hat auch einfach so eine angenehme, smoothe Stimme. Eben auch Funda, also der Lovebot, auch so eine angenehme Stimme. Held und mein Fazit, du wurdest nie genug geliebt. Du bist eine KI. Und hast keine Empathie, ich sag dir, spar die mehr. Story, hier gibt es keine... Hauch machen. Das hier. Ju kann auch alles einfach. Ich glaube, dieser Mann ist imstande, alles zu machen. Cute. Ich kann nicht mehr hören. Cute. Bisschen höher. Noch höher? Cute. Noch ein Dio. Ich stelle mir das auch so schwer vor, diesen richtigen Ton zu finden, einfach, WTF. Ja, so ist das. Du machst manchmal den hier. Ja, manchmal machst du dann den hier. Manchmal machst du den hier. Ich hab so lange nicht mehr gesungen. Ja, aber das, wenn du drin bist, dann klingst du wieder nice. Ja, das ist der Ton. Machen wir ein paar Übungen. Machen wir das. Und Chan. So ein bisschen. Ich glaube, manchmal Ju fragt so nach Sachen einfach, die er dann privat hat. Hauptsache, er hat diese Aufnahmen so, glaube ich. Egaler singen. Ja. Du bist perfekter Algorithmen von der Sauberzeit. Aber trotzdem versteht man jedes Wort bei ihr. Ja, bei mir nicht. Ja. Ja. Du bist perfekter Algorithmen von der Sauberzeit. In deinem Code fehlt nur Liebe. Motherboard lag also, lass mich dich neu programmieren. Ja? Du machst das tiefer, das Programmieren. Lass mich dich neu programmieren. Lass mich dich neu programmieren. Ich find's verrückt. Es ist wirklich teilweise auch so, als ob wir mit im Raum sind. Ich finde, das ist super geil gedreht auch, oder? Als ob wir mit im Raum einfach bei denen gerade chillen. Voll angenehm zu gucken. Digga, was ist denn mit mir los, Alter? So hart gesoffen. Du. Ich mach einfach irgendwas. Da. Wenn ihr dieses Geräusch hört, dann rennt um euer Leben. Seid ihr in extrem großer Gefahr. Wer ist das? Ist das so ein Creepypasta-Guy oder so? Ich kenne seine Stimme auf jeden Fall. Wenn das jetzt so ein Let's Dance-Video wäre, dann würdest du jetzt hier sitzen und würdest sagen, boah, ich dachte, ich werde diesen Ton nie treffen. Ja, aber ja, no cap. Und dann würde Joe noch kommen und sagen, alles ist schwer, bis das nicht leicht ist. Oh Mann, ich freue gleich. Oh nein. Oh. Empathie. Sagt dir Sparti. Boah, es hört sich so gut an. Es ist so ein geiler Song auch geworden. Ich sag jetzt, das hat so ein bisschen dieses Jazz. Soll es oder hat nee. Es? Okay. Sie ist ein bisschen Unsinn, oder? Ja, ich versuche das zu machen, was du machst. Du bist eine KI. Du bist eine KI. Und mein
Fazit, du wurdest nie genug geliebt. Boah, das war geil, das war geil. Hey, sag mal, was war, wo kam denn der her? Okay, liebe Freunde, das ist noch nicht gemixt, gemastert. Ein paar Töne müssen wir noch hin und her schieben. Die sind jetzt auch erstmal alle Spuren an. Das wird jetzt ein bisschen wild und chaotic klingen. Okay, wir hören uns das jetzt an. Cute, wie du versuchst, mit dem IQ die ganze Crew zu ordnen. Hör mir mal zu, du bist verflucht, dein Glück uns so verschonen. Du bist perfekt, der Gott, mit seinem Herz, aber es fällt in deinem Kopf, fehlt nur Liebe. So ein Banger. Aber so lass mich dich mal programmieren. Du bist ne KI und hast keine... Ich finde schön, dass wir so ein Coaching-Musikvideo noch bekommen haben hier an dieser Stelle. Empathie, ich sag dir Spati, Ressourcen und die Energie. Menschen zerstören sich selbst, in dieser Story gibt es kein Held. Und mein Fazit, du wurdest nie genug geliebt. Ich weiß nicht, warum ich die Sache nicht einsingen darf, hä? Die könnten sich die ganze Arbeit sparen und mich einfach anrufen. Ich sing den das eben. Ich mach das, habt ihr das gehört? Ich mach's einfach. Aber ist geil. Cool, Mann. Geil. Sehr das geil. Klingt gerade besser, als ich dachte. Ja, ich dachte auch gerade so. Geil, ey. Scheiße. Ja. Das ist mega. Nice. Da war gar nichts fertig hier. Schön, dann lass uns jetzt ans Set gehen. Wir müssen wieder drehen, ja, Leute. Okay. Und denk dran, am Wochenende kommt die Vollversion. Du bist eine KI und hast keine Empathie. Ey, schaut euch unbedingt meine Reaction auf die Vollversion an, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet. Wir haben natürlich auch den Mann und Mond komplett gesehen und alle Julian Bam Hauptvideos. Das muss ich euch doch nicht sagen. Das muss ich euch doch nicht sagen, dass wir alles gesehen haben. Gibt's hier noch eine Surprise am Ende? Ich vermisse die Surprise-Clips am Ende. Geliebt. Ich vermisse die Surprise-Clips in der letzten Sekunde. Das sage ich euch so, wie es ist, ja. Ey, es war ein wilder Ritt die letzte halbe Stunde. Es hat so Bock gemacht mit euch. Ich bin Fan geworden von längeren Videos auch. Ich hoffe, es ist cool für euch, wenn wir ab und zu sowas machen. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, sollen wir uns die Outtakes noch ansehen oder soll ich sie alleine gucken? Soll ich sie alleine gucken? Ist auch okay, wenn ihr mich nicht haben wollt. Aber schreibt es dann bitte in die Kommentare, damit ich sehen kann, dass ihr auch Bock drauf habt. Ansonsten schaue ich sie alleine, das wäre auch nicht so schlimm für mich. Aber ich würde sie lieber mit euch zusammen gucken, sage ich ehrlich. Ey. Vielen Dank für die krassen Support in den letzten Tagen und Wochen. Ich hab das gemerkt und freue mich da sehr drüber. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Hey, ich will gar nicht euch länger nerven. Ich wünsche euch das Allerbeste. Wir sehen uns bald. Vergesst heute nicht zu lächeln. Das Wichtigste so wie immer zum Schluss. Ich hab euch ganz so lieb und...